So, die Fische lagen jetzt ungefähr 24 Stunden in der Salzlake, 10%ige Salzlake, und drin waren noch Dill und Pfeffer. Im ersten Schritt muss man die Fische jetzt gründlich waschen und abtrocknen. Man kann die Fische dann natürlich auch im Räucherschrank noch ein bisschen nachtrocknen, indem man ein bisschen kräftigeres Feuer macht. Das sollte natürlich nicht zu heiß sein, sodass die Fische halt schön abtrocknen können. Hier haben wir außerdem noch einen Saibling. Das ist schön hier zu erkennen an den weißen Rändern, an den Flossen. Auch ein schöner Fisch. Und hier im Vergleich zum Saibling eine Bachforelle. Erkennt man hier an den roten Punkten. Da. So, die Fische sind jetzt einigermaßen trocken getupft und im nächsten Schritt hänge ich die ganzen Filets und die ganzen Fische an Räucherhaken auf. Da habe ich hier von einem Angelfreund aus Edelstahl sehr schöne Haken bekommen. Hier mit Doppelhaken. Das heißt, die können beim Räuchern, wenn die Fische weich werden, nicht runterfallen. Der Haken kommt durchs Maul und dann hier an der Wirbelsäule ins Fleisch. Dann hängt er hier sicher und kann auf keinen Fall mehr fallen. Bei den Filets gehe ich zur Sicherheit her und nehme sogar zwei Haken, dann kann wirklich gar nichts passieren. So, man kann natürlich hergehen, die Fische so einfach auch eine Weile hängen lassen, bis sie abtrocknen. Schranktür zu, dann gibt es hier auch den Kamineffekt, zieht Luft durch und trocknet der Fisch noch weiter ab.
Hier unten ist die Räucherschale. In der mache ich mein Feuer. Hier habe ich ganz edel dazu Kirschholz. Man erkennt es hier an der Rinde. Und das schichte ich hier so ein bisschen ganz locker auf. Mach kein zu großes Feuer, es soll ja nicht zu heiß werden. So, der Fisch hängt in der Räucherkammer. Er ist einigermaßen angetrocknet. Das Feuer wird den Rest tun mit dem Trocknen. Das Feuer brennt. Klappe zu. Beim Warmräuchern achte ich jetzt genau auf die Temperatur. Die steigt jetzt schon langsam an. Ich achte darauf, dass ich jetzt so eine Dreiviertelstunde etwa bei 80 Grad bin. Und dann ist der Fisch gar. Anschließend werde ich Rauch ins Feuer machen, also Buchenmehl, und dem Fisch den Geschmack geben, den Rauchgeschmack und die Haltbarkeit auch dazu. Dann ist die Temperatur wesentlich geringer und liegt vielleicht so bei 30 Grad. Zum Räuchern sollte man nur so Harthölzer nehmen. Ich habe hier das Holz von Kirsche. Das gibt einen wunderbaren Geschmack auch. Generell sollte man sowieso nur Harthölzer nehmen und auf keinen Fall Tanne oder Fichte, denn der Harzanteil ist nicht nur ungesund, sondern auch krebserregend. Also nur Hartholz. Am besten eignet sich zum Beispiel Buche, Esche, Erle oder wie hier so Obsthölzer wie Kirsche oder Apfel. Man muss jetzt auf jeden Fall beim Räuchern dabei bleiben. Temperatur beobachten, steigt jetzt langsam schon auf 35 Grad. Das Feuer immer gut beobachten, so wie es jetzt brennt, ist das ideal. Keine zu große Flamme, bleibt klein. Man muss jetzt nur dabei bleiben und nachlegen, wenn es nötig ist, und immer auf die Temperatur achten. So, jetzt kontrollieren wir mal den Räucherschrank und schauen, ob Temperatur und Feuer noch stimmen. Temperatur steigt gerade an, 85, 88 Grad. Das heißt, hier müssen wir mal ein bisschen drosseln. Das Feuer brennt schön. Das machen wir einfach ein bisschen weiter auseinander. So. So, ich habe jetzt die Luftzufuhr einfach ein bisschen zurückgedreht. Das Feuer kann nicht mehr ganz so hoch werden, dass es so bei 80 Grad bleibt. Dann dürften die Fische bald gar sein. Dann können wir mit dem eigentlichen Räuchern fortfahren. Eigentum der Bayerischen Wasserkraftwerke AG. Ja, zum Glück gibt es die nicht mehr, sonst würde ich Ärger kriegen. So, das Feuer ist einigermaßen ausgegangen. Und jetzt kommt Räuchermehl aufs Feuer. Puh. Temperatur ist gerade bei 40 Grad. Die wird jetzt ein bisschen runtergehen und das wird räuchern. Und die Forellen werden schön goldgelb werden. So, etwa 3 Stunden geräuchert. Jetzt schauen wir mal in den Schrank rein, was aus den Fischen geworden ist. Genau so müssen sie aussehen. Wunderbar. Wunderbar. Sie sind schön fest. Erkennt man hier. Goldgelb. Herrliche Farbe. Und riechen gut. Hm. Haben die nicht eine herrliche Farbe? Goldgelb.
sehen zum Anbeißen aus. Hier kann man jetzt noch die Haut runterlösen. Das muss man sehr vorsichtig machen. Das geht auch nur, wenn die richtig schön durch sind, die Forellen. Dann löst sich die Haut relativ einfach. Hier muss ich mit dem Messer ein bisschen nachhelfen. So. Damit einschneiden hier. So, dann kann man so gut runterziehen. Filet festhalten, Haut abziehen. Wunderbar. Zur Forelle passt hervorragend Meerrettich. Ich mag den grob geraspelten, ohne Sahne oder irgendwas drin. Am liebsten natürlich frisch geraspelten Meerrettich aus dem Garten. Hervorragend.